herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit unserem Priesterdeck und wir schauen einfach mal, was wir heute entsprechend hier raisen können, ob unser Rushy One Deck, wie wir es genannt haben, ob es was bringt oder ja, ich jammer ja schon die ganze Zeit rum, ich möchte es noch verbessern, aber wir schauen heute mal, ob es klappen wird oder wie es aussieht. So, und unser erster Gegner heute ist ein... Anduin gegen Schurke. Valera. Okay. Seid auf der Schurke hat natürlich schöne Vorteile und Nachteile. Aber unsere Starthand sieht auch gar nicht so schlecht aus. Wir haben einen schönen Kartenzieher, den sie eigentlich direkt in der ersten Runde auch nicht so leicht wegkriegen sollte. Ist jemand verletzt? Deswegen spielen wir ihn gleich mal aus. Und schauen mal, was sie entsprechend dagegen setzt. So, Entschuldigung, ich habe noch einen Schluck genommen hier. Und sie überlegt sich und spielt. Und spielt gar nichts. Gut, nächste Runde nutzen wir natürlich gleich voll aus. Wir spielen unseren nächsten Kartenzieher. Und hoffen, dass sie sich vielleicht die zwei Schaden noch abholt. Nee, sie münzt raus und spielt einen Grizzly. Sehr schön. Den hauen wir ihr gleich weg. Einmal weg. Und weitere schöne Schaden gehen hier rein. Und ja, sie wird die Priesterin weghauen, aber wir lassen sie mal. Sollten wir eigentlich eher hinter irgendeinen Tank sitzen. Und ich habe natürlich gehofft, dass sie hier noch ein bisschen hochhält. Und in der nächsten Runde können wir eigentlich schon fast unsere Lichtbrut spielen. Ja, da kommt und da die andere, sehr schön. Wenn nur eine Zweierwaffe da ist, ist das natürlich sehr praktisch, weil dann spielen wir einfach das entsprechend aus. Gehen weiter in den Angriff. Hoffen, dass sie jetzt kein entsprechendes Gift noch irgendwie draufsetzt. Oh, und natürlich das Blödeste überhaupt hier. Und geht uns mit zwei ins Gesicht. Okay. Aber so können wir natürlich immer noch dann mitarbeiten. Wir verdoppeln, spielen ein inneres Feuer. Und bringen gleich mal ihn raus. Sofort. So. Ich habe nicht genug Mana. Habe ich noch eine Heilung? Ah, oh, ich habe sogar noch eine Heilung. Komm, dann ziehen wir Kappen. Das war's. Sehr schön. So, was macht sie jetzt? Ihr könnt nicht vorbei. Ein 0-4er Tank. Okay, und hier nochmal ein Dolch. Und geht uns schön ins Gesicht damit. Okay, wir können ihn heilen, doppelt Karten ziehen. Ich würde auch sagen, wir machen das einfach mal. Ist jemand verletzt? In der Hoffnung, dass wir hier nochmal unseren Kreuz hier bekommen. Wir heilen ihn hoch und bekommen einen 6er Tank. Damit können wir 3, 1, 3 passen. Wir setzen ihn hoch. Setzen den Angriff hoch. Sofort. Gehen hier einmal in den Angriff. Und setzen hier einen 10er Schaden rein. Und haben unseren ersten Matchball. Und jetzt bin ich gespannt, was sie machen wird. Eine Zerstörung hat sie wohl offenbar nicht drin. Und hier liegen 16 Schaden drin. Okay, eine Klinge der Assassinen.
Und sie gibt auf. Also eine schnelle Runde mit unserem Rushy-Deck gegen die gute Minze. Ja, wir sind kurz vor dem nächsten Level. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Like. Ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr an dem Deck noch verbessern würdet. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann wünsche ich euch alles Gute und bis dann. Ciao.